Am Sonntag, den 23. Juni, fand im Kloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau das alljährliche Kloster- und Familienfest des Landkreises Bautzen statt. Ab 10 Uhr konnte auf dem Klostergelände gestöbert und probiert werden. Nicht nur zahlreiche Vereine und Verbände des Landkreises stellten sich vor, auch der Regional- und Naturmarkt lockte die Besucher aus allen Teilen der Region. Im Klosterhof gab es Wissenswertes und für die Kleinsten Spiel und Spaß. Den Mittagsstunden boten unter dem Motto Patente, Talente, Künstler und Vereine auf der Hofbühne dem interessierten Publikum verschiedene Aufführungen von Tanz und Gesang. Du bist ein Ton in Gottes Melodie, ein schöner Ton. Gestern Abend stand ich noch mitten im Leben, heute scheint die Sonne, ich stehe mitten im Leben. Wer dafür ein anderes Ambiente bevorzugte oder die eine oder andere Performance noch einmal sehen wollte, konnte es sich bei der Naturbühne im Klostergarten gemütlich machen. Der lud nicht nur auf Kaffee und Kuchen ein, sondern auch zum Entdecken und Verweilen für jede Altersgruppe. Thank you.
Auch in diesem Jahr informierten sich Landrat Udo Witschers und Abtessin Gabriele Hesse, die gemeinsam die Schirmherrschaft über dieses Fest haben, sowie Marco Kliemann, Geschäftsführer des Christlich-Sozialen Bildungswerkes Sachsen, und weitere namhafte Gäste an den verschiedenen Ständen und verschafften sich einen Überblick. Bis auch sie den Nachmittag im Klostergarten ausklingen ließen. Umrandet wurde der Tag von einem Festgottesdienst am Vormittag und der traditionellen ökumenischen Andacht am Abend. Den Gästen stand die Tür des Gotteshauses allerdings den ganzen Tag zur Besichtigung offen. Zu dem 15-jährigen Jubiläum in diesem Jahr meinte es das Wetter mit den Besuchern und Standbetreibern besonders gut. Und so bleibt zu hoffen, dass das Kloster- und Familienfest 2025 an den Erfolg von diesem Jahr anknüpfen kann.